Das folgende Video wird euch präsentiert von Boostbox. Für kurze Zeit gibt es in der Keystro Edition PC-Reihe den Totenbeschwörer. Mit einem AMD Ryzen 7 7800 und einer GeForce RTX 4070 Ti die perfekte Gaming-Maschine für den Zockerherbst. Nur 2199 Euro und nur für kurze Zeit. Weiter geht es mit einer neuen, düsteren Folge Call of Duty Modern Warfare 3. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Ihr wollt dieses Spiel hier gewinnen. Ihr könnt es gewinnen für eine Plattform eurer Wahl, egal PC, PlayStation oder Xbox. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Gut gesehen. So, wir sind hier unterwegs und wir schlagen uns lieber ins Haus durch. Guter Schuss, Kilo. Keine Probleme. Ah, da drüben kommt noch einer. Egal, den säbeln wir direkt weg. Alles cool. Keiner macht hier Ärger. Breche sie auf. Nutze sie gegen sie, Kilo. Das habe ich vor. Die anderen sind irgendwie nach drüben gezogen. Alter, mit dem Visier siehst du gar nichts, ne? Ein Kanni weniger, der Ärger macht. Zumindest, wenn Licht halt da ist. So, Tür auf. Noch jemand hier drin? Keine Wachen bei dem Gebäude, keine Signale auf dem Pallgerät. Okay, das Ding hier ist sauber. Ich gehe weiter. Jetzt ist der wieder weg. Der musste so ein kleines bisschen hinter irgendwas sein und schon kann ich ihn nicht mehr markieren. Ah, wenn ich ihn jetzt kalt mache, sind alle aufgeschreckt. Ich weiß halt nicht, ob hier auch noch welche rumlungern. Boah, irgendjemand sieht mich. Ach, hier sind ja auch noch super viele. Sind alle auch irgendwie super nervös. Könnten eventuell die Leiche gefunden haben. Tja, jetzt halt die Frage. Rambo-mäßig? Der ist am Boden. Alter, er hat das überlebt. Wissen die, wo ich bin? Weil hier in der Ecke bin ich halt sehr ungeschützt. Als ob die über ihn drüber schießt. Bei der Distanz. Sie haben dich verloren, aber sei weiter vorsichtig. Hier ist einer. Kann ich nicht markieren. Kann ich markieren? Wir bleiben erstmal schön hier in den Schatten. Die verlieren halt auch alle ihre Markierungen wieder mit der Zeit. Schnell und leise. Boah, die Armbrust ballert böse. Wenn man trifft, dann ballert sie richtig, richtig böse. Aber wenn jetzt hier die Panzertruppe wieder angerollt kommt, könnte es kritisch werden. Wir schauen mal, was da hinten drin ist. Damit kann ich arbeiten. Einer ist doch ins Haus rein, oder? Ich meine ja. Ich meine, fast einer ist da drin. Hier ist nichts von Wert. Reichlich Trümmer in deinem Gebiet. Ist ein Blick wert. Gute Arbeit, Echo. So, hier kommen wir durch. Boah, da hinten geht's gerade weiter. Das Baby fetzt halt böse durch. Hier gibt's nichts zu sehen, kleiner Mann. Dankeschön. Dankeschön.
Hier rennt noch einer rum. Woher kommt der plötzlich? So, was genau ist mein Ziel? Die Leichen da vorne? Hier, da liegt was rum. Wir laden durch. Hab ein Handy gefunden. Wird gelesen. Hoffentlich haben wir was. Das Video ist verwackelt. Passagiere haben Angst. Jemand schreit auf Arabisch. Mehr nicht. Conny hat hier rumgewühlt. Vielleicht haben sie was übersehen. Verstanden. Kilo, du hinterlässt eine Spur aus Leichen. Lass dich nicht erwischen. Okay, hier soll irgendwas sein. Aber wo, aber wo, aber wo? Irgendjemand sieht mich. Geil, die Eliteeinheiten kommen und fetzen mich kaputt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Du bist halt auf diesem offenen Feld. Sieht aus, als hätten sie deine Spur verloren. Soll weiß sein, Conny formiert sich neu. Keine Zeit zum Ausruhen. Auf so eine Zielscheibe, wie ich habe keine Panzerung. Hier mit seinen Opfern sterben. Sie bekommen, was sie verdienen. Wenn wäre sie nur zweimal töten könnten. Okay, lass mal hier ein bisschen ins hohe Gras gehen. Ich muss halt da hinten hin und da ist die ganze Drecksarmee. Conny schickt Verstärkung ins Feld. Was? Ich bin hier nicht undercover? Ach, come on. Das ist doch räudig. Greif an! Ich hau den einfach kaputt. Wow. Und andere Waffe. Lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen. Alter, wie viel Verstärkung kommt da? Ich hoffe, das klappt. Noch hier eine Weste. Dankeschön, Kumpel. Ah, wir hinterlassen hier ein Meer aus Leichen. Nehme ich mal mit. Und jetzt holen wir uns den hier. Wo immer er hingerannt ist. Immer noch jemand hier unterwegs. Gute Nacht, Boy. Conny hat immer noch ein paar Soldaten da draußen. Sei auf der Hut. Ich versuch's. Jetzt muss ich erstmal hier in den Trümmern irgendwas finden. Was soll's hier geben? Dicke Kiste. Hier. Handy gefunden. Conny-Verstärkung ist zu deinem. Ach, schon wieder Conny-Verstärkung? Hab noch eins gefunden. Was siehst du? Ich sehe eine Frau mit einer Waffe. Samara. Sie gehört zu meinen Leuten. Bist du sicher? Ja. Sie würde das nie tun. Das ist was ich anderes. Hoffentlich. Mal sehen, was du sonst noch findest. Conny hat noch jede Menge Reserven. Vorsicht. Ja, dem gehen die Reserven irgendwie nie aus, dem alten Conny. So, nächstes Handy. Ich sehe meine Soldatin Samara in einer Bombenweste. Das ergibt keinen Sinn. Erst eine Waffe, jetzt eine Weste? Sie sieht ängstlich aus. Sie will das nicht tun. Wir wissen beide, dass die Welt es anders sehen wird. Makarov will, dass die Welt das sieht. Das müssen wir verhindern. In Ordnung. Aber ist da noch irgendwas? Weitere Conny bringen sich bei dir in Position. Pass auf, Fahrer. Oh, ist da eine Weste? Nice. So, hier soll noch irgendwas sein.
Shotgun Baby. Was gibt es hier drin? Echo, hab die Blackbox. Blackbox gesichert. Gib mir Deckung, während ich alles lösche. Makarov oder seine Männer dürfen meinem Land nicht die Schuld zuschieben. Auf jeden Fall. Lösche alles, Kilo. Mehr brauchen wir nicht, Pfarrer. Das Gebiet ist sauber. Verschwinden wir. Wir treffen auf den Konzentrationspunkt. Verstanden, Commander. Alter, die rotzt rein, ne? Die ist Kilo, richtig fies. Ich habe ein Problem. Okay, was ist los? Conny nähert sich meiner Position. Sie haben mich entdeckt. Moment. Alex, wo bist du? 3-1, bitte melden. Echo, 3-1, hörst du mich? Kontakt! Sie greifen an! Pfarrer, geh! Verschwinde von hier, sofort! Nein, Alex. Ich werde dich finden. Okay, ich habe gerade andere Probleme, denn die spawnen gelegentlich gefühlt aus dem Nichts. Okay, erstmal eine Platte rein. Geht gar nicht drauf. Alright. Alright. Geht doch kaputt. Dankeschön. Woher kommt der denn schon wieder? Plötzlich stehen die hinter dir, ne? Richtig räudig. Komme ich hier durch? Leider nein. Okay, wir müssen hier durch. Gute Nacht. Der andere Dude hier drüben. Der Truck! Zum Truck! Bin unterwegs. Kilo, wir müssen los! Nimm's mal mit. Was jetzt? Wir müssen herausfinden, wo diese Conny herkamen und wo sie hinwollen. Du musst sie verfolgen. Greif sie nur im Notfall an. Ich halte mich auf Distanz. Lass dich diesmal nicht erwischen. Kann ich nicht versprechen. Eine frühere ULF-Soldatin mit einer Sprengweste in einem russischen Flieger. Sie zwangen sie, da bin ich sicher. Samara, eine gute Kämpferin. Sie stieß während der Besatzung zu mir, aber ihre Familie ging vor. Was war an der Absturzstelle? Sie haben Beweise gegen uns platziert und den Rest eingesammelt. Wir töteten viele und nahmen die Handys. Und die Blackbox? Hab alles gelöscht. Schlau. So kann Makarov nicht die Wahrheit verdrehen. Wenn Conny-Agenten an Bord waren, sind sie irgendwie entkommen. Makarov hinterlässt keine Spuren. Manche werden glauben, die ULF sei verantwortlich. Dank dir gibt es keine Beweise. Man wird spekulieren, aber du hast Makarov gut ausgespielt. Das genügt nicht. Alex verfolgt Conny. Wenn sie in Uruzgan sind, findet er sie. Verstanden. Wenn ich mich mit 141 treffe, wirst du erfahren, was wir wissen. Und Farah? Ja, alles wohl? Tut mir leid wegen Samara. Mir auch. Wie hattet ihr euch? Sind noch hier. Meine Brüder. Wie geht's dir, Genosse? Jetzt besser, Captain. Verschießene Ultranationalisten. Security-Aufnahmen vom Flughafen. Er hatte einen Boarding-Pass für Flug 761. Falscher Pass.
Oder Insiderjob. Wohl eher. Er ging einfach durch. Das war ein Spaziergang. Scheiß Makarov. Was haben Farah und Alex? Nicht genug für Beweise. Dieser Bastard bestückt amerikanische Raketen mit Chemiewaffen und tötet eigene Leute. Zivilisten. Und die Schuld gibt der Farah. Und den USA. Ihr spielt mit dem Feuer. False Flag Operation. Er will Krieg. Ost gegen West. Der Titelkampf. Fällt die Welt darauf rein, Kate? Es fehlt nicht mehr viel. Wir hatten ihn schon in der Scheißhand. Wir hätten ihn damals töten sollen. Was hielt euch ab? Verstanden, wir sind unterwegs. Achtung, Makarov und seine Leute könnten noch drin sein. Falls ja, bringen Sie ihn raus, lebend. Verstanden, wo sind Sanitäter? Rettungskräfte kommen erst rein, wenn der Tatort sicher ist. Makarovs nächstes Ziel könnte die VIP-Lounge auf der dritten Ebene sein. Schöner Scheiß, Mann. Allerdings, Ghost und ich brauchen 10 Minuten, schnappen wir den Kerl. Ende. Makarov hat den Flughafen angedroht, aber das Stadion angegriffen. Das ist völlig irre. So ein Scheiß. Überall Zivilisten. Okay, jetzt ihn schießen. Wir müssen mit allem rechnen. Makarov. Du kennst den Befehl. Das bleibt dabei. Wir schaffen ihn lebend. Stopp! Weg! Los! Schöner Scheiß, Mann. Pass auf! Echt knapp. Wir sind noch heil. Vorsicht! Scheiße! Was für ein Chaos! Das war Makarovs Plan. Polizei, da vorne! Schnell hier! Töten Zivilisten! Kontakt! Feuer erwidern! Niemand! Alter! Der innere Kreis gibt sich als Polizei aus! Das gibt Ihnen Zugang zum VIP-Bereich. Ist auf Ebene 3. Gehen wir! Boah, was ein Blutbad. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und...